Grüß Gott miteinander bei Begegnung am Berg. Heute sind wir in einer wunderschönen Kirche in Bregenzer Wald inne. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit unserem Bischof Benno Elbs eine wunderschöne Wanderung machen kann. Und was ist ja perfekt, wenn wir in dieser schönen Kirche anfangen. Grüß Gott. Grüß Gott, ich freue mich auch sehr, dass wir miteinander die Wanderung auf den Hochhädrich machen. Einer meiner Lieblingsberge. Wenn man so chausiert von da aus, ja, und dass man da in der wunderbaren Kirche in Hittis auch anfangen können. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Ja, das Besondere ist die Größe. Es ist schon eine der größten in Vorarlberg. Es ist da diese Helligkeit und der schöne Raum. Und ganz besonders ist natürlich das Gemälde da oben, weil in der Hölle der Maler damals den Churchill dargestellt hat. Und das drückt da ganz eine besondere Liebe zu den Engländern aus. Ja, wir gehen auf den Hochhädrich rauf. Es wären 4,5 bis 5 Stunden, aber wir verkürzen es ein bisschen mit dem Auto. Genau. Und genießen trotzdem die Gottes Schöpfung da aus der Natur. Ich freue mich sehr drauf, ja. Wie auch, kommen wir los. Ja. Das ist die alte Straße, die da oben geht. Die ist Gott sei Dank nur erhalten. Geht Rüffelsberg um, da, also zwischen Hittisau und Riefensberg. Und da kommt eine schöne alte Holzbrücke, die fast so schön ist wie die vom Negrelli, der zwischen Lingenau und Großdorf vorne gebaut hat. Aber Aue. Aber der gute Wille haben wir gesagt. Das wird renoviert. Das schaut schlecht aus. Ja, genau. Du hast aber sicher einen Umweg. Wir haben einen Umweg, dann gehen wir halt über die neue Brücke. Dann gehen wir über die neue Brücke. Ja, Benno, das ist ja wunderschön. Da, schau mal den Blick da. Ja, das ist toll. Man sieht erstens wunderbar den Bodensee. Der Pfänder und links der Hirschberg und Langen, das ist meine Heimat. Langen bei Bregenz. Langen bei Bregenz. Ja, da bist du ein richtiger Wälder. Ja, das tät man stritten, aber die Langen suchen sich's aus. Wenn es Vorteile bringt, sind wir Wälder und sonst kommen wir eher zum Pfänderstock. Also du hast dort auch deine Kindheit verbracht. Ich habe dort meine Kindheit verbracht, bin dort in die Volksschule gegangen und dann nachher ins Gymnasium geprägt. Deine Familie, ihr habt, glaube ich, Landwirtschaft? Ja, wir haben eine Landwirtschaft. Mein Bruder, der Harald, der betreut die Landwirtschaft, inzwischen schon sein Sohn. Mal. Und ich bin auf der Landwirtschaft aufgewachsen und die ist natürlich mit der Zeit auch gewachsen. Wir haben also Kühe und Hennen und ist eine ziemlich große Arbeit, die sie daheim haben. Aber du hilfst doch hier und da, gell? Ja, selten, aber hier und da schon. Meine Mama mag es nicht so gern, wenn ich helfe. Sie sagt, das gehört nicht zu einem Bischof. Aber wenn es nicht einsichtig ist und nicht gerade bei der Straße, dann hilfe ich schon hier und da recht, ja, und ein bisschen höher. Warum bist du Priester geworden? Priester geworden bin ich, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, dass Gott mich liebt, dass Gott auch uns Menschen liebt. Und ich will für die Leute da sein und auch ihnen das sagen, dass Gott mit ihnen ist. Und das ist für mich eigentlich der ganz tiefe Wunsch. Und auch natürlich die Erfahrung, dass ich auch Priester und geistliche Menschen kennengelernt habe, die einen großen Einsatz getan für andere, für die Welt, für das Soziale, für die Nächstenliebe. Und das sind eigentlich die Motive, auch warum ich Priester geworden bin. Aber du bist unter den Menschen. Das ist ein tolles, vom Papst Franziskus, eine tolle Bemerkung. Er ist unter den Schafen. Oder? Genau, er hat ja mal gesagt, ein Bischof muss den Stallgeruch der Schafe annehmen. Das hat mir natürlich als purer Bub sehr gefallen. Natürlich. Ich habe dann auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Ja. Und damit druckt er natürlich aus, dass ein Bischof, ein Priester wirklich unter Leute sein muss. Er muss wissen, was die Leute denken, was sie fühlen, was sie bewegt. Und das ist mir auch ganz wichtig, Nähe sozusagen zum Lehrer. Das bist du. Du bist ja zum Beispiel beim Fußball. Bei Alltag trifft man die im Jahr 2-3 Mal. Ja, da gehe ich gerne. Und wenn ich...
Ja, ich freue mich auch immer sehr. Ich habe auch ein bisschen Kontakt zu einzelnen Spielern. Und auch dank deinen Einladungen darf ich immer wieder kommen. Und Fußball und Sport ist sowieso für mich ganz was Wichtiges. Nicht, weil ich selber sportlich bin, ich bin eigentlich ein Antisportler. Aber die Menschen, die Sport machen, die sind so diszipliniert. Sie haben ein Ziel, sie setzen sich für etwas. Sie können da mit Niederlagen umgehen und standen dann wieder auf und kämpfen wieder für einen neuen Sieg. Und vor allem der Mannschaftssport bringt natürlich auch Leute zusammen und ist ein Beitrag einfach für Frieden und Gemeinschaft. Mhm. Und darum hat Sport schon sehr viel zum Tun für ein gutes Miteinander von den Menschen. Gehst du gerne schwimmen? Ja, jetzt ist Saison, gell? Jetzt ist Saison. Ich tue gern Schwämmler und mag gern natürlich Herrenpilze oder Steinpilze oder Parasol oder Pfifferlinge. Ja, das ist großartig und jetzt ist wieder eine wunderbare Zeit. Wenn du mir gar nicht ein Stückchen weiter, weil da vorne bei dem alten Baum ist auch ein Ort, wo du sehr gern bist. Genau. Und dort reden wir weiter. Gerne, da freue ich mich. Ja. Ein guter Partner, das ist beim eigenen Zuhause das Wichtigste. Perfekt! Jemand, der einen hilft, bis man wirklich am Ziel ist. Apropos, Raiffeisen erfüllt mehr Wohnträume als jede andere Bank in Österreich. Raiffeisen, meine Bank. Freistanzer. Wohlbefinden, Natürlichkeit und sorgfältige Verarbeitung. Das ist das, was uns Vorarlberger ausmacht. Natürlich vom Ländle. Das ist für mich einer der Lieblingsorte vom Berg zum Hochhäderichhufe. Der alte Baum, der sehr viel aussieht über die Erfahrung, Geschichte und ist ja so eine Wertschätzung des Alten. Das denke ich jetzt gerade in der Corona-Pandemie-Zeit ganz was Wichtiges, dass man gerade auf ältere Leute schaut. Und dann da drinnen der Christus, der man jetzt so frisch hergerichtet hat. Der kann man es kaum mehr lesen, Lob sei Gott dem Herrn, der irgendwie die Dankbarkeit ausdrückt für die schöne Natur, dass wir Menschen leben dürfen, dass es ein gutes Miteinander gibt. Wunderschön. Ja, wenn man den Baum sieht, trifft der Satz vom Wölfle schon zu, mir ehren das Alte und grüßen das Neue und bleiben uns selber und da haben wir die drei. Ja, wenn das heißt, sieht man Bergheil, wenn wir mal oben sind. Bergheil, danke für die Begleitung. Schön. Ja, Benno, willkommen auf dem Gipfel, auf dem Lieblingsberg. Ja, das kann man sagen. Er ist mein Lieblingsberg, weil er so wunderbare Aussicht hat. Und weil er mich natürlich auch daran erinnert, immer an die Bergmesse. Die du absägen hast müssen. Genau, die hat man hier müssen absägen mit der Polizei, weil Corona uns halt doch ein bisschen zu gefährlich war. Da kommen doch immer viele Leute, wenn das Wetter schön ist. Mhm. Und darum haben wir sie abgesägt. Benno, du bist 2013 Bischof geweiht worden. Ich kann mich nur erinnern, es war ein Volksfest für ganz Vorarlberg. Ja, ich erinnere mich schon ganz gern zurück. Das war am Nachmittag auch so ein wunderschöner Tag, wie heute am Vormittag hat es noch geregnet und es hat mich schon sehr gefreut, dass mit Leuten so als Bischof angenommen haben und dass so wirklich ein Glaubensfest war. Du bist willkommen gewesen. Ja, das ist das eine gewesen, das freut einen natürlich sehr und das zweite ist, dass es wirklich auch ein Glaubensfest war, weil so viele Leute, Junge und Alte mit da haben und war ein wunderschöner Tag. Im Fernsehen ist es live überdreht worden und viele Leute haben es dort verfolgt. Und leider ist unser Dom natürlich nicht so groß,
Aber es ist trotzdem, es hat viele Platz. Ja, liebe Zuseher, nicht erstaunt Sie, ich habe großen Respekt vor Bischof Benno. Wir kennen uns schon lange, sind wir da. Und das ist eine Qualität, die ich sehr schätze. Also sehr. Ja, ich freue mich auch sehr. Und wir sind über 1000 Meter. Wir sind über 1000 Meter, also wesentlich über 1000 Meter. Ja. Wie belastet ist für dich die Corona-Krise? Gut, das ist für uns und für mich persönlich schon sehr belastend gewesen. Erstens die Unsicherheit, was kommt. Zweitens das schnelle Umstellen. Und die Kirche ist natürlich auch ein Unternehmen. Es sind auch viele Leute, die bei uns arbeiten, fast 1600. Mhm. Und das betrifft natürlich alle Mitarbeiter, wie auch in anderen Bereichen. Und dann ist natürlich unsere große Frage gewesen, wie kann man als Kirche wirklich auch bei der Lützi, auch dann bei der Lützi, wenn es schwierig ist, wenn sie Not haben, wenn sie schwere Wege zum Gehen haben. Und das war schon eine sehr, sehr herausfordernde Situation. Benno, es gibt immer wieder Gerüchte, du darfst Kardinal werden. Wir Vorarlberger werden doch nicht begeistert. Ja, das wäre einerseits. Das wäre ich selber auch nicht. Und ich habe gerade heute Morgen haben wir eine Bischofskonferenz gehabt via Zoom. Ja. Haben wir natürlich den Kardinal getroffen, im Internet sozusagen. Aber da besteht jetzt für mich überhaupt keine Gefahr. Also ich möchte gern da bleiben und ich hoffe, dass es so ist. Du bist ein sehr erfolgreicher Buchautor. Jetzt möchte ich dich gerade mit dem, du hast schon 3-4 Bücher rausgebracht. Ja, schon einige, ja. Werft eure Zuversicht nicht weg. Ja, hast du das schon? Ich habe es organisiert von aber Benno der Hofer kann man es nicht kaufen. Nein, noch nicht, aber wird bald vorgestellt. Ja, genau. Ich habe eine kleine Klasse und das passt genau in die Zeit jetzt hin. Ja, zuversichtlich sein, nicht verzweifeln. Genau, das ist eigentlich auch der Verlag. Der Tiroler Verlag hat mir aber da bettelt, dass ich das schrieb. Und der Satz, werft eure Zuversicht nicht weg, ist aus dem Hebräerbrief, ist ein Lieblingssatz. Mhm. Der erinnert mich so ein bisschen an das Wort, so, werft eure Flinte nicht ins Korn, werft die Zuversicht sozusagen nicht ins Korn. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir jetzt alle in der Situation brauchen. Und ich habe einfach ein bisschen versucht, Wege zur Zuversicht, zum Aufzeigen, wie man zur Zuversicht steht findet. Kann ich nur empfehlen. Hast du noch einen Traum, wo du irgendwann sagst, das mache ich noch? Wenn ich ganz einen kleinen Wunsch hätte, dann wäre es, dass ich einmal noch die Tina Turner singen höre, Date. Das habe ich schon mal probiert, weil sie letztes Jahr in Lerchtau bei einer Hochzeit war und man sieht, dass sie singt dort. Und dann habe ich gedacht, da gehe ich auf in die Sakristei, dann kann ich zulassen. Aber leider hat sie kurzfristig abgesehen. Ja, da würde ich sagen, jetzt haben wir uns eine Stärkung verdient. Ja, das ist fein. Ich habe da ein paar Sachen mit. Das sind keine Kalorien vom Vorarlberg Tourismus. Ah ja, das ist zum Abend. Da mein Weg, okay. Damit du Wege findest, die vielleicht dir gefallen im Vorarlberg. Genau, das ist wieder zum Abbau der Kalorien. Ja. Dann habe ich natürlich vom Schnellzwelke, du kaufst schon Zwelkebrot, habe ich da ein gutes Brot mit. Von Vorarlbergmilch kann ich 3 Käse. Aha, ja, schön. Dann kannst du dich stärken für deine Spaziergänge im Wald. Und nachher da, Landjäger haben wir auch mit, schau, vom Walzer, alles heimisch. Alles heimisch. Alles, und jetzt das kommt Herz das, begehrt. Die Frage aller Fragen. Und da weiß ich, den Geschmack schon etwas. Ich habe ein Kleins mit, wo überall geht. Oder, habe ich gehört, du kennst schon von uns. Ja, das kenne ich. Und du darfst Holunder gerne haben. Das mag ich sehr gerne. Holunder-Limonade ist meine Lieblingslimonade. Und das hast du jetzt extra aufgetragen. Ja, weißt, das ist aber sehr nett. Da gibt es 15 Und woher Schmecken? Hast du die Informationen? Ja, immer über meine Gäste. Das ist ein Vorarlberger Produkt. Mohren und Fraschner. Und da ist der Batenberg 3 Schwestern. Aha, ah, das ist gut. Ja, ich hätte und gibt es einen Batenberg für eine Limonade, wo der Hochhederich-Bad ist? Nein, aber es gibt Kanisflu, gibt's. Der Zirbe-Zitron ist momentan der Renner. Aha, okay. Jetzt nehmen wir mal ein Schlückchen dort. Das haben wir verdient. Danke, oder? Das ist sehr, sehr nett. Darf ich es aufmachen? Danke vielmals, ja. Vielen herzlichen Dank. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Lieber Benno, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du uns da Einblicke gehst, in dich persönlich, in die katholische Kirche und in die wunderschöne Gegend, wo wir da sind. Ja, danke. Es ist für mich jetzt wirklich auch eine wunderschöne Wanderung gewesen und mit euch zusammen. Und danke vielmals und danke für alle Unterstützung. Und ich glaube, wir dürfen uns alle freuen, dass wir in dem Paradies da leben dürfen. Schätzen wir auch. Gell? Ja, liebe Zuseher, das war jetzt die Begegnung am Berg. Vom Hochhederich im Bregenzer Wald.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich für euer Vertrauen. Nächste Woche wieder bei Ländle TV Begegnung am Berg. Bis dahin, bleiben gesund und genießen das Leben.